Hallo zusammen, heute zeige ich euch zwei schnelle Layouts in meinem Traveler's Notebook Insert, das ich für meinen Sohn mache. Ich habe hier ein ganz aktuelles Foto von ihm. Da sollte er jetzt ein Bild mitbringen und ich sage, ja, stell dich mal hin, guck mal freundlich. Und dann habe ich in dem Moment abgedrückt, in dem er völlig, als er gerade so blöd gegrinst hat, also so ein blödes Gesicht gemacht hat. Aber ja, das Foto wollte ich jetzt nicht wegschmeißen, deswegen kommt es gleich in eins seiner Inserts rein. Ich hatte diesen Cut-File mal ausgeschnitten aus ganz normalem, so cremefarbenen Cardstock und hätte den jetzt hier gerne benutzt, weil das Foto, ja, diese Instax-Foto haben ja mal so einen Retro-Look oder sind so ein bisschen dunkler und da dachte ich, passt das ganz gut. So ein, ja, so ein Viewmaster, ich weiß gar nicht, wie das hier heißt, gibt es dafür ein Wort im Deutschen, so ein Bildrädchen. Aber ich benutze es dann doch nicht, weil es mir farblich nicht gefällt mit diesem Heidi Swap Color Shine. Und deswegen hatte ich mir aus so einem Papierblock von Teddy, glaube ich, ist der, dieses Farnpapier rausgenommen, das ganz gut zu seinem T-Shirt passt. Da sind auch so Farnwedel drauf oder Palmwedel oder so, aber das sieht ganz ähnlich aus. Und dann habe ich passend zu diesem Farbton, diesen verschiedenen Grüntönen, mir die Pink Fresh Studio Escape the Ordinary Kollektion rausgesucht. Die hat nämlich auch solche Grüntöne dabei. Und das Wort Smile ist in so einem Grünton. Und auch dieses, ja, dieses Chipboard-Teil, das so ein bisschen aussieht wie so eine Pfeilspitze. Ja, und da klebe ich jetzt einfach nur diese paar Sachen zusammen und dann ist es auch schon fertig. Also für meinen Titel habe ich mir gedacht, schreibe ich einfach das hin, was ich gesagt habe. Und zwar guck mal freundlich. Und ja, die ersten beiden Buchstaben klebe ich so ein bisschen schief auf und also es war mehr ein Versehen als gewollt, aber ich lasse es so einfach, weil das Foto ist auch total schief oder schräg und dann passt es auch, wenn so die Buchstaben so ein bisschen schräg sind. Den Rest habe ich aber gerade aufgeklebt und oben rechts noch so ein Canvas-Sticker und damit war das auch schon fertig. Diesen Viewmaster, den wollte ich jetzt nicht verbrauchen, also habe ich gleich die nächste Seite genommen und benutze den da. Ich habe den mal abends beim Doku-Gucken mit Papieren von der Cool Kid-Kollektion von Crate Paper. Ja, habe ich diese Fotoflächen sozusagen ausgefüllt. Habe einmal bei dem B so ein Korkstück genommen und da das B drauf, Heat Embossed und auch ein kleines Foto von ihm mit reingenommen. Und zu diesem Zeitpunkt hier wusste ich noch gar nicht, was für ein Foto ich nehme und habe das erstmal so aufgeklebt und werde auch gleich die zweite Seite noch bekleben und dann nach einem Foto suchen. Ja, also das andere Stück von diesem Viewmaster benutze ich einfach auf der anderen Seite und fülle damit so den rechten Rand von der Seite und diesen Branding Strip hatte ich auch noch hier auf dem Tisch liegen.
Ich umrande mit meinem Distress Marker beide Seiten und schaue jetzt mal nach einem Foto. Erst dachte ich, ich nehme dieses kleine Bild, das hat auch so ein bisschen so ein Retro-Filter, glaube ich, drauf. Und wir sitzen da auch alle in so einem ganz alten Zugwaggon. Aber so richtig gefällt mir das nicht. Dann habe ich so viel Freifläche und ich wusste nicht, was mache ich damit. Ja, so normale Größe Fotos fand ich, ging jetzt auch irgendwie nicht dazwischen. Dann habe ich überlegt, ob ich genau das irgendwie mit so einem Die, also mit so einer Standsschablone irgendwie dem anpasse. Der Gedanke gefällt mir eigentlich ganz gut, aber dann war mir das Foto zu dunkel. Und dann schaue ich ewig nach Bildern, die ich benutzen kann. Und ja, das ist so ein bisschen das Manko bei diesen Travelers Notebooks, dass normale Fotos, also normale Größenfotos, schwierig sind zu verwenden. Für mich jedenfalls. Mir geht es so. Ja, ich probiere jetzt einiges aus, was farblich passen könnte. Und mir fällt dann dieses Foto in die Hände und dachte ich, das kann ich gut benutzen, weil ich die Person ausschneiden kann und das dann ganz gut von der Größe her passt. Deswegen habe ich da einmal um das Motiv drumherum ausgeschnitten und ja, benutze jetzt das, um die Seite zu füllen. Das passte farblich auch ganz gut mit dem hellblauen T-Shirt und dem roten Bobbycar. Und ja. Ja, jetzt kommen diese, ja, was sind denn das für Sticker? Diese so halbtransparenten Sticker kommen hier jetzt zum Einsatz. Das fand ich ganz gut, so im Hintergrund. Und die passten farblich perfekt mit dem Gelb und Türkis und diesem leichten Grün. Und da benutze ich ein paar von. Ja, dann habe ich überlegt, mit diesen kleinen Buchstaben noch einen Titel oder einen Spruch oder irgendwas dazu zu schreiben. Und ja, so wie mein Sohn da die Schnute hält, ist das irgendwie wie Dude. Und deswegen kommt da einfach Dude hin. Und weil wir das auch immer zu ihm gesagt haben früher, schreibe ich das dann auch einfach so drüber, kleiner Dude. Ja, jetzt habe ich versucht, mit diesen Enamel Dots dieses Loch von diesem Viewmaster abzudecken. Aber in Travelers Notebooks mag ich so Enamel Dots immer nicht so gerne, weil das Papier dann irgendwann die Seiten sich so verformen, so wellig werden. Deswegen lasse ich es jetzt einfach offen. Und ja, mal so ein paar Kreuze da noch hin. Und von dem Stickerbogen nehme ich noch einen Sticker. Ja, ein. Und zwar steht da drauf Love this kit. Und das war's. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zwei schnelle Layouts in meinem Traveler's Notebook. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.